Wenn Sie jetzt selber auf das schauen, was Sie mitbringen, Sie haben eine Ausbildung absolviert, ein Studium, Sie haben jetzt 1,5 Jahre Berufserfahrung. Was würden Sie als Ihre persönlichen Stärken und Schwächen beschreiben? Ich bin sehr ehrgeizig und manchmal vielleicht sogar etwas verbissen. Also ich könnte durchaus manchmal ein wenig lockerer sein dabei. Ein Mensch, der im Flow ist, geht voll in seiner Tätigkeit auf. Er vergisst, was um ihn herum geschieht. In diesem Zustand macht ihm die Tätigkeit, zum Beispiel Arbeit, am meisten Spaß. Der Mensch lernt dann am schnellsten und ist am leistungsfähigsten. Wir sind fusioniert, wir sind reorganisiert, restrukturiert und irgendwie auf dem Papier ist alles wunderbar. Trotzdem läuft das Geschäft gerade irgendwie gar nicht und es gibt einfach eine zu große kritische Masse an Mitarbeitern, die irgendwas anderes machen, aber nicht unbedingt das, was schön wäre. Wie geht's euch? Gut. Gut. Wie ging's gestern? Mir besser. Besser? Warum ging es dir besser? Weil ich nicht hier war. Wenn dann die Ressource Mensch weniger wird, dann muss man sich auch um die kümmern, die man dann gerne haben wollte, also die richtigen Menschen. Wie ihr alle wisst, also insbesondere die Change-Experten unter euch, Prozesse und Strukturen kann man schnell verändern, aber Verhalten und Einstellungen, das dauert und passiert vielleicht auch nie. Das ist eine kulturelle Veränderung, die richtig, richtig tief geht. Und meine Vision ist, dafür zu sorgen, dass das auch was Bleibendes ist. Also diesen kulturellen Wandel wirklich nachhaltig in die DNA jedes einzelnen Mitarbeiters bei uns entsprechend zu verpflanzen.